Trainer von Zweibrücken, Herrn Sorin Radu, grüße ich recht herzlich, und Klaus Adams. Ich habe 10:0 Ecken gezählt, 10 Torschüsse. Zweimal hat Zweibrücken aufs Tor geschossen, davon einmal getroffen. Aber Herr Radu, wie ist Ihre Meinung zum Spiel? Genau wie die Statistik. Die Statistik ist, dass der Gegner uns dominiert. Wir wüssten aber, dass wir 3 Sturmspieler haben, auch von den Vorbereitungen, dass wir mit eher 3er und 2 Sechser spielen, dass wir die Stuppen. Leider nicht geklappt, der Gegner hat sehr viel Platz gehabt. Das ist eine erfahrene Mannschaft, im Land der Europa-Liga, die wüsste genau, was muss man machen. Frech an den Ball, richtig aggressiv. Die haben sehr gut gemacht, unsere natürlich hat ganz stark reagiert. Und wenn man natürlich so viel Platz gibt zu so erfahrenen Spielern, dann wäre ich schwierig. Also die Fehler haben uns mir gefallen bei der ersten Tore, die uns gemacht haben bei den ersten 2 Tore. Das ist natürlich okay, wir sind auf der Torwart, aber der zweite und das wird aber nicht in der Fuß passieren. Bei 4:0 spielt es ein bisschen anderes. Wir sehen mal, dass man hier sehr viel Arbeit hat. Die Woche haben wir noch ein paar Spieler gekriegt, funktioniert gar nicht in der Mannschaft, die Viererkette nicht. Es ist sehr viel Arbeit. Vielen Dank, Herr Radu. Der Kleidmann Klaus Adams, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Im Vergleich zum Spiel gegen Mehring, was hat heute besser geklappt? Ich möchte keinen Vergleich zu Mehring ziehen. Letztendlich haben wir das Spiel heute gut angefangen. Es sind natürlich auch Gegner getroffen, die im Umbruch sind. Wir auch diese Woche wieder 3 neue Spieler bekommen. Letztendlich war für uns schwer, uns auf den Gegner auch einzustellen. Haben wir dann auch nicht so im Blickpunkt gestellt, sondern eher unsere eigene Leistung. Wollten sie engagiert spielen, haben wir begonnen, haben sehr viele Torchancen unser Spiel. In der ersten Halbzeit dann auch verdient 2:0 in Führung gegangen. Dann in der zweiten Halbzeit dann auch weitergemacht, nur letztendlich nachher am Schluss war natürlich nicht so gut. Vielen Dank an Trainer. Alles Gute zu Brücken für die kommenden Spieltage. Wir spielen nächsten Samstag um 15:30 Uhr in Vettersheim für das Auswärtsspiel und dann am Sonntag darauf am 23. gegen FK Pirmasens 2.